Wir gehen mal weiter in unserer Fragerunde, weil es recht aktiv hier. Der Gizmo hat uns auf YouTube eine Frage gestellt. Da geht es zum Thema Mindestlohn. Ich glaube, da wir einen Unternehmer hier dabei haben, können wir das sehr, sehr zielgenau auch diskutieren. Er selber ist ausgewandert, weil er in den westlichen Bundesländern einfach mal deutlich mehr verdient und hat seine Heimat verlassen. Er fragt, wieso zahlen die Unternehmen hier so wenig? Am Ende agieren sie auf demselben Markt, verkaufen ihre Produkte auch ins Ausland zum gleichen Gewinn. Leider verdienen wir hier noch deutlich weniger. Also die Mischung zwischen Angleichung der Löhne, aber sicherlich auch die Diskussion, ich nenne es jetzt mal Mindestlohn oder Lohnuntergrenze, je nachdem, welchen Standpunkt man da hat. Herr Ernst, warum ist das noch so? Es ging jetzt um den Fragestellenden, der da ausgewandert ist. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Mindestlohn, das ist natürlich ein Thema, das kann man, glaube ich, in zwei Sätzen auch nicht beantworten. Aber ich sage mal so, ich bin grundsätzlich auch dafür, dass jeder so viel verdienen müsste in seinem Lohn, dass er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, bin ich grundsätzlich dafür. Die Politik, die bedeckt sich da sehr, die hält sich da raus und sagt, das müssen die Tarifparteien unter sich ausmachen. Aber ganz so ist das ja nicht. Ich meine, sicher lokal bedingt und auch von der Region unterschiedlich sind die Lebensqualitäten und die Lebensunterhaltung unterschiedlich und auch die Löhne zurzeit ja auch im Norden vielleicht weniger als in Süddeutschland. Aber deswegen sollte man vielleicht trotzdem einen Mindestlohn festlegen und wer dann darüber liegt, ist ja eh egal. Der ist ja jetzt auch schon so. Ist ja nicht, dass das dann ein Unterschied ist. Die Politik hält sich allerdings nicht ganz daraus, denn es gibt ja einige Branchen, die haben schon Mindestlohn, der auch gesetzlich geregelt ist und das ist von der Politik so beschlossen worden, gesetzlich. Gerade in der Baubranche ist das so. Habe ich auch kein Problem damit, wenn das generell so ist. Flächendeckend ist das ja dann so. Das gilt von Norddeutschland bis Süddeutschland, von Ost- bis Westdeutschland. Gleicher Lohn, aber Unterschied noch Ost und West. Das ist natürlich also wahrscheinlich generell ein Thema. Der Mindestlohn im Baugewerbe, gibt ja noch einige Branchen mehr, auch die Dienstleistung, Haustechnik und Maler und jedenfalls würde ich sagen, 10,25 Euro oder 10,20 Euro, glaube ich, im Osten und 13,80 Euro, fast 14 Euro in den westlichen Ländern. Und da ist natürlich eine große Differenz. Natürlich ist das nun gravierend noch deswegen, weil wir sind ja nun hier grenznah. Unser Einzugsgebiet geht von Nordhessen bis Südniedersachsen, bis Hannover, bis Nordrhein-Westfalen rein, bis nach Erfurt-Weimar, wo wir tätig sind. Und dann haben wir Leute in einer Firma, fast an die 160 Mitarbeiter, die dann in Göttingen oder in Kassel arbeiten, die kriegen 14 Euro fast Stundenlohn und die in Nordhausen, Erfurt oder in Heiligenstadt arbeiten, eben nur 10,20 Euro wäre dann der Mindestlohn. Ist eigentlich unvorstellbar und untragbar, in einer Firma sowas zu machen. Was resultiert daraus? Um den inneren Frieden in der Firma zu wahren, damit dann nicht alle in Göttingen arbeiten wollen und keiner mehr in Erfurt, müssen wir Mindestlohn West für alle zahlen. Und das ist natürlich auch schon wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Deswegen ist mein Anliegen, ganz dringend würde ich sagen, dass ein Mindestlohn flächendeckend ja, und wer dann da drüber liegt, ist ja klar, kann er machen. Und Ost und West darf nicht mehr differenziert werden. Das ist 20 Jahre nach der Wende. Also, da kann man das auch nicht mehr damit entschuldigen, dass das noch Folgen der Wiedervereinigung sind. Das funktioniert nicht. Also da muss unbedingt was gemacht werden. Ist ja nicht nur in der Baubranche. Diese Differenzierung ist ja noch in vielen anderen Bereichen auch. Ja. Es macht es ja auch für viele einfacher, weil der Lohn dann auch, genau wie Material und andere Dinge, Stahl hat seinen Preis, Lohn hat dann seinen Preis, einfacher kalkulieren lässt. Herr Wucherpfennig hat ja aber trotzdem gerade einmal den Arm gehoben, als es darum ging, um die Lohnunterschiede. Ja. Wir haben branchenspezifische Mindestlöhne in verschiedenen Berufsgruppen, 9 an der Zahl. Und es ist so, es gibt sogar bei 2 Berufsgruppen, bei den Gerüstbauern und bei den Dachdeckern, bundeseinheitliche Mindestlöhne. Das gibt es schon. Und, sag ich mal, und die Mindestlöhne, die branchenspezifischen, sind nicht von der Politik festgelegt worden und durch die Politik, sondern im Rahmen der Tarifautonomie von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wichtig ist, dass wir bundesweit eine gleiche Entlohnung haben. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Und die Dachdecker und die Gerüstbauer machen es schon vor. Und das muss Beispiel sein. Und Ottmar Ernst hat es gerade gesagt. Gerade wir hier in unserem Bereich hier, wo wir, sage ich mal, Südniedersachsen und Nordhessen, sage ich mal, direkt vor der Haustür haben und in Konkurrenz dazu stehen. Unsere Betriebe müssen ja, sage ich mal, um ihre Arbeits
Kräfte zu erhalten, eine gleiche Entlohnung machen, sonst sind sie weg, sag ich mal. Sonst sind sie weg. Und wir haben dadurch hier im Eichsfeld natürlich Wettbewerbsnachteile, sag ich mit Handwerksbetrieben, sag ich mal, die aus Sachsen-Anhalt oder Sachsen so kommen. Und wir treten aber in einem Wettbewerb häufig an, sag ich mal, gerade, sag ich mal, bei solchen großen Projekten, die Ottmar Ernsthal bearbeitet, Brücken, Straßenbau und was weiß ich. Also pro, sag ich mal, bundesweite Löhne, Entlohnung, Lohnuntergrenzen oder wie immer das auch nennen mag. Und selbst Thüringen hat ja einen entsprechenden Entwurf eingebracht in den Bundesrat. Der liegt dort, sag ich mal. Und wir haben uns auch ausgesprochen für eine, sag ich mal, gleiche Entlohnung. Aber festzulegen sind die Tarife von im Rahmen der Tarifautonomie von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und nur, wenn da keine Angemessenheit rauskommt, erst dann, sag ich mal, könnte die Politik eingreifen. Kann man eigentlich nur sagen, nehmt euch ein Beispiel an den Gerüstbauern. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, was die Abwanderung betrifft. Wenn man das gleiche Geld verdient, dann bleibt man natürlich auch in seiner Heimat treu und fährt nicht woanders hin und gründet dann dort.